Hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmville 2 heute am Sonntag. So, eigentlich, ich musste eben das Spiel nochmal neu starten, hatte ich ein Kaninchen bekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Mysteriös, vielleicht finden wir es ja gleich nochmal. Ich nehme erstmal wieder eure ganze Hilfe hier dankend an. Es sind wieder so viele Leute da, die mir geholfen haben. Die hinten auch noch. Ach so, das war schon. So, hier... Ich glaube, jetzt habe ich alles. Nee, hier noch nicht. Hier. Meine Güte, hier so viele Sachen, wo ihr mir schon wieder bei geholfen habt. So, ich könnte hier mal noch meine restlichen Tiere füttern. Ups, da hat es gerade kurz geleckt. Aber nichts Weltbewegendes, nichts Tragisches, Dramatisches. So. Alle Tiere sind mega happy. So, genau, wunderbar. Da kann ich einmal drüber ziehen, habt ihr mir erzählt. Danke für den Tipp. Kürbiskraft. Hier sind ein paar Tipps vom alten Walter, die dir helfen, ein Experte auf diesem Gebiet zu werden. Dünge Pflanzen, um ausgezeichnete Exemplare zu finden und ernte viele Pflanzen, um sie zu meistern. Spitze! Marie brüstete sich mit ihren prächtigen, ausgezeichneten Pferden und erwähnte dann doch etwas, das mich interessiert. Dünger. Dünger, sagst du? So ein Mist. Ja, Dünger. Angeblich lassen Tiere, wenn man sie füttert, gelegentlich etwas Dünger fallen. Wenn du Pflanzen düngst, werden diese ausgezeichnet. Viel besser als ein lächerliches, ausgezeichnetes Tier. Oh, das ist aber gemein. Wir müssen 10 Tiere besitzen, das heißt 3 weitere. Und 20 mal Futterschroten. Das Futterschroten, das wird nicht wirklich die Herausforderung, 3 Tiere mehr zu besorgen. Das wird schon schwieriger. Weil die sind ja doch mal relativ teuer. Ich sehe gerade, dass ich hier noch jede Menge Sachen im Briefkasten habe. Das habe ich ja total vergessen, danach zu gucken. Mensch. So. Gut, hier hinten die Tränke, den Bau können wir abschließen. Auch da vielen, vielen lieben Dank für die Hilfe, denn dadurch habe ich jetzt ja mein Maximum an Tieren aufgestockt. Ich weiß nicht, wie viel ich hier jetzt habe, aber ich habe auf jeden Fall mehr Platz für Tiere und die Tränke sieht noch dazu ganz hübsch aus. So. Die restlichen Bäume könnten wir natürlich auch mal noch ernten. Dann können wir davon auch das Futter schroten. Ich will auch mal noch gucken, was Gaskocher hier, was sie noch mal für eine Aufgabe für uns hat. Ich habe den Namen schon wieder vergessen von ihr. So. 5 Hühner füttern. Das heißt, einmal fehlt noch und 2 Gläser Zitronenwasser herstellen. Ja, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Zitronenwasser. Warte mal, da kann ich doch direkt... auf Herstellen gehen. Dann muss ich das Rezept nicht erst noch raussuchen. So, 2 Gläser Zitronensaft. Zack, eingesammelt. Das hätten wir damit auch abgeschlossen. Und während mein Charakter da hinten mal... Oh, was ist das denn? Verschönere deine Farm mit Anschauing. Was? Oh, das ist ja süß. Jatka-Pferd, ein Wachskin. Das ist ja knuffig. Das Fohlen kostet halt echt nur 30 dieser Pay-Währung. Aber man bekommt sie halt durch nichts anderes. Das ist halt wirklich das Ärgerliche daran. Man bekommt sie wirklich nur, wenn man sie kauft. Und das ist nervig. Das ist auch süß, die Ponys. Sortieren nach Münzen. So. Ach, echt, das Fohlen kostet 45... Ah, okay. Ein Alpaka-Kalb. Angnubia-Zicklein. Ja, ich habe knapp 81.000. Hier, das ist das Kaninchenjunge. Ein Merino-Lamm. Das ist ja auch cool. Also, ich hätte gerne hier das kleine Kaninchen. Weil das fand ich einmal ultra knuffig. Das ist das, was ich eigentlich bekommen hatte. Und was möchte ich noch gerne haben? Lamm haben wir schon. Ein Fischotter, Junges. Hog Island Widderlamm. Ein Chinchilla-Junges. Oh, ein Chinchilla-Junges wäre natürlich auch süß. Hier sind, muss man schon trotz allem auch sagen, es sind einige Tiere,
die mir für Münzen holen könnten. Oh, der ist auch schön, der Araber. Ja, ich überlege jetzt gerade so ein bisschen. Hog Island Widderlamm? Oder das Chinchilla-Junge? Was bringt er? Trüffel und feine Wolle. Wir brauchen ja drei Tiere, ne? Dann holen wir uns noch das Chinchilla-Jungtier. Und dann holen wir uns das auch noch. So, fertig. Damit hätte ich ja jetzt eigentlich drei Tiere. Oder müssen die ausgewachsen sein? Nee, müssen sie nicht. Okay, das ist schon mal gut. Hier brauchen wir 6 Babyflaschen. Hier brauchen wir 6 und hier brauchen wir 2. Wenn wir hier nur 2 brauchen bei dem kleinen Kaninchen, dann... Oh, hihihi. Dann füttern wir das mal direkt. Da freut sich aber jemand. Stups, der kleine Osterhase, der fiel immer auf die Nase. Ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. So, dein Tier ist groß geworden. Genial. So, und von dem bekommen wir interessanterweise auch Wolle. Ja, es gibt ja Angora-Kaninchen, die geben gute Wolle. Nehmen wir das Chinchilla-Jungtier. Komm, machen wir mal. Ich habe gerade keinen Plan, wie viele Babyfläschchen ich noch habe, aber gut. Hier, das Huhn können wir... Ah, dieses Zitronenwasser sieht erfrischend aus. Lass uns ein paar Backzutaten besorgen. Genau, weil ich jetzt zum 5. Mal ein Huhn gefüttert habe. Heimarbeit. So, gucken wir gleich mal, was wir dann als nächstes bekommen. Der Verkauf von selbstgemachten Gerichten ist eine hervorragende Möglichkeit, mehr Münzen zu verdienen. Ich zeige dir, wie es geht. Lass uns etwas zum Verkaufen anrühren. 4 Säcke Mehl soll ich herstellen. 4-mal Teig aus Mehl und Eiern zubereiten. Und 4 Gläser Zitronenwasser verkaufen. Ja gut. Ich würde hier aber gerade mich ganz gerne noch um... Oh Gott, das ist so süß. Das ist so cute. Das ist Chinchilla, wie das abgeht. Oh, das ist so süß. Das ist voll knuffig. Es haben jetzt übrigens schon ein paar Mal Leute geschrieben, dass das Spiel bei ihnen ganz anders aussieht als bei mir. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass viele die Mobile-Variante spielen. Ich hatte mich bewusst gegen die Mobile-Variante tatsächlich entschieden, weil ich glaube, dass es bei der Variante, die man direkt auf Zynga oder über Facebook spielt, da gibt es, glaube ich, mehr Möglichkeiten, auch mit Pferdezucht und mehr Rassen und sowas. Oh, und unser Chinchilla bekommt das erste Mal was zu mampfen. Das ist voll cute. So, und von dem bekommen wir Rosinen. Stand da nicht eben was mit Trüffeln? Egal, Rosinen nehmen wir auch. Kann man bestimmt auch toll zum Backen gebrauchen. Ich bin ja nicht ganz so der Rosinen-Fan, muss ich sagen. So, Futter soll ich noch schroten. Das machen wir gleich noch. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Fläschchen ich noch habe. Wenn ich jetzt noch 3 hätte, dann kriegen wir auch noch unser Widderlamm ausgewachsen heute. Das wäre natürlich auch ganz cool. Wie die immer hüpfen. Ich finde, die sind so goldig. Ach, hier ist Chinchilla. Wir haben eine gute Wahl getroffen hier mit... genau, die Babyfläschchen sind alle. Dann bleibt das Lamm noch klein für eine Woche. Also ich finde, wir haben hier eine gute Wahl getroffen. Ich finde sowohl das Kaninchen ist super cute, aber das Chinchilla, das ist noch mal süßer. Also das finde ich ja mega, mega süß. Der Schafdein, das guckt aber auch lustig. Ja, Futter sollen wir schroten. Ich habe ganz, 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 ganz viele Kürbisse. Die können wir alle zu Futter machen. So, dieser Duft zeigt dir, dass du den Jackpot geknackt hast. Okay. Dünger gefunden. Na gut. Hast du noch etwas von dem Dünger? Wenn nicht, auch kein Problem. Wir finden mehr davon. Endlich etwas, wozu Tiere gut sind. Sag das bloß nicht, Marie. Eindruck schinden. Du bist ein wirklich anspruchsvoller Düngersucher. Versuche noch etwas auszustoßen, aufzutreiben und schau dann auf meinem Gut vorbei. Lass nur deine Schuhe bitte draußen. Okay, wir müssen uns 15 Mal um ausgewachsene Tiere gekümmert haben und 5 hilfreiche Dinge auf Walters Farm erledigen, damit er weiß, wie es bei mir läuft. Okay. Gut, ich würde jetzt gerade erstmal gerne das Mehl herstellen. 1, 2, 3, 4. 4 Säcke. Jetzt habe ich nur 3 hergestellt, ne? Habe ich keine Power mehr? Nee, ich habe keinen Weizen mehr. Das ist natürlich ungünstig, weil ich habe auch gerade kaum noch Wasser.
kein Wasser wäre übertrieben, aber... Ah, warte, ich habe ja noch den Brunnen. Ich brauche zwar nicht so viel Weizen, aber dann baue ich gerade generell mal noch ein bisschen mehr Weizen an. So, 13, das sind jetzt 9. Okay, dann kann ich hier genau noch eine Reihe fertig machen. So, genau, dann kriegen wir da nämlich den Weizen fertig. Dann kann ich davon das Mehl machen. Okay, alles klar. Na, das sieht doch ganz gut aus. So, schön. Ah, voll knuffig, dieses kleine Schaf. Ich finde das so süß. Okay, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, das war's für heute schon wieder. Ich will hier hinten mal gerade noch reinschauen. Eignung für Landwirtschaft, viermal Maisbrot. Ach ja, genau, ich muss ja mal noch Mais... Warte mal, genau, den könnte ich gerade mal noch anbauen. Funktioniert jetzt da gerade sowieso nicht, aber dann, weil ich kein Wasser mehr habe. Aber dann habe ich den schon mal angebaut. Dann vergesse ich das nicht schon wieder, was ich eigentlich noch geplant hatte. Ja, genau. Genau, ich habe nämlich gar kein Wasser mehr. Aber das macht nichts. Ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich erstmal wieder. Ein recht erfolgreicher Tag. Ich werde unter der Woche noch wieder ein bisschen weitermachen. Und ja, dann sehen wir uns in Farmville am kommenden Samstag wieder. Und damit danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie gefallen euch unsere 3 neuen Tiere. Mein klarer Favorit der 3 ist der Chinchilla. Oder das Chinchilla. Ah. Und dann macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.